Wir verlieben uns in Menschen, die dazu bestimmt sind, uns beim spirituellen Wachstum zu helfen. Gemeinsam nach den Sternen greifen. Beziehungen sind wie zarte Pflanzen. Wir legen gleich zu Beginn den Grundstein dafür, ob sie wachsen und gedeihen können oder eben nicht. Bei guter Pflege, ausreichend Sonne und moderater Bewässerung kann eine wunderschöne Blume oder sogar ein tief verwurzelter Baum daraus entstehen. Bei Beziehungen verhält es sich ähnlich. Wer sich selbst einigermaßen kennt und realistische Vorstellungen vom Leben zu zweit mit in die neue Partnerschaft bringt, hat gute Chancen auf Erfolg. Ein Detail jedoch vergessen wir leider häufig, wenn wir uns verlieben. Partnerin oder Partner sind ebenfalls komplette Menschen. Sie haben eine Geschichte hinter sich, kommen mit emotionalem Gepäck und sind im Grunde, wer sie sind. Trotzdem scheint es gängige Praxis zu sein, uns gegenseitig ändern zu wollen. Wir streben nach Perfektion, was im Zusammenhang mit dem Menschen an sich schon ein Ding der Unmöglichkeit ist. Doch es geht auch anders. Wenn wir die oder den Richtigen treffen, ist bekanntlich alles möglich. Wir wachsen und wachsen über uns hinaus. Am besten passiert das natürlich Hand in Hand, Seite an Seite und Auge in Auge. Auch spirituell ist gemeinsam eine Reise möglich, die uns an Orte bringt, die wir allein niemals erreichen würden. Spirituelles Wachstum kann zwei Menschen im wahrsten Sinne des Wortes aufbrechen lassen zu neuen Ufern. Was versteht man unter spirituellem Wachstum? Wie jede Gabe und jedes Talent muss sich auch unsere Spiritualität entfalten können. Diese Entwicklung ist kein linearer Prozess. Er kann manchmal sprunghaft erfolgen, manchmal durch langsames sich annähern an die nächste Stufe der Erkenntnis. In einer Partnerschaft ist der erste Schritt wahrscheinlich schon das Erkennen der oder des anderen und die Entdeckung einer gemeinsamen spirituellen Weltanschauung. Ein Agnostiker und eine Tiefgläubige, egal an wen oder was, werden sich schwer tun, überhaupt ein sinnvolles Gespräch über die Dinge zwischen Himmel und Erde zu führen. Beide Seiten werden sich unverstanden und alleingelassen fühlen. Man kann Menschen, die an nichts glauben können, keine Religion oder Geisteshaltung aufzwingen. Umgekehrt wird es kaum einem Agnostiker gelingen, einem tiefgläubigen Menschen seine spirituelle Basis abspenstig zu machen oder schlecht zu reden. Unser Glaube ist eine der Grundfesten unseres Lebens. Eine neue Partnerin oder ein neuer Partner müssen diese Überzeugung teilen. Je größer die Übereinstimmung dabei ist, desto besser. Wenn die Grundvoraussetzungen gegeben sind, steht einer gemeinsamen Entdeckungsreise nichts mehr im Wege. Je mehr wir uns über diese zutiefst persönlichen Gedanken austauschen, desto stärker wird die Bindung zwischen uns. Spiritualität ist wahrscheinlich das intimste Thema überhaupt, das zwei Menschen miteinander teilen können. Teile und wachse. Für spirituelles Wachstum ist es wichtig, einer Praxis im Alltag zu folgen. Es braucht Zeit, Raum und Übung, um geistig im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinauszuwachsen. Gemeinsam diese Stufen zu erklimmen, ist ein Mehrwert für jede Beziehung, den man mit Worten gar nicht beschreiben kann. Alles beginnt am Anfang. Schritt 1. Spirituelle Praxis im Alltag. Gemeinsames Meditieren ist eine Erfahrung, die den Begriff Intimität neu definiert. Dasselbe gilt für gemeinsames Beten. Beten, Meditieren und ein von Achtsamkeit geprägter Alltag sind die Grundlagen. Wer auf seine geistige Entwicklung achtet, muss aber auch seinen Körper in Einklang mit den Lehren der Achtsamkeit bringen. Einem Lebensstil ohne toxische Nahrungs- und Genussmittel, der geprägt von Nachhaltigkeit und einem bewussten Konsum ist, kommt hier große Bedeutung zu. Das gemeinsame Einkaufen und Zubereiten der Speisen ist daher kein reines Organisieren der täglichen Abläufe, sondern schon fixer Bestandteil eines Lebens, das der gemeinsamen spirituellen Entwicklung gewidmet ist. Schritt 2. Die Reinheit von Geist und Körper. Hier spielt der Lebensstil eine große Rolle, den beide Partner für sich auserwählt haben. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, Kommunikation allerdings ist absolut erforderlich. Die Reinheit kann den bewussten Verzicht auf Alkohol, Drogen oder Nikotin bedeuten.
Die Hinwendung zum Veganismus ist ebenfalls eine Schiene, die den Körper, aber auch unsere Ethik und unsere moralische Verantwortung stärkt. Solche banal erscheinenden Dinge verbinden und trennen im Alltag mehr, als man meinen könnte. Reinheit wird von vielen Menschen auf dem Weg der Erleuchtung aber auch so verstanden, dass der Körper Phasen der Keuschheit braucht, um sich anschließend für die körperliche Intimität mit den neuen Lebensmenschen vorzubereiten. Wer seinen Körper wie ein Gefäß oder einen Tempel behandelt, der Geist und Seele eine gute Heimat bieten soll, wird verstehen, was das Gebot der Reinheit bedeutet. Definieren muss es natürlich jede und jeder für sich selbst. Schritt 3. Spirituelles Wachstum als Gemeinschaftserlebnis. Niemand ist bekanntlich eine Insel. Auch Paare, die die Zweisamkeit gerade zu Beginn ihres Kennenlernens bewusst genießen, profitieren vom Kontakt mit Gleichgesinnten enorm. Menschen, die dieselbe Geisteshaltung und Lebensführung praktizieren wie wir, können eine Quelle der Inspiration für uns sein. Im Gespräch ergeben sich oftmals ungeahnte Synergien und neue Ideen werden geboren. Einmal pro Woche mit anderen Menschen zu beten oder zu meditieren, kann also sehr heilsam auf allen Ebenen sein. Je stärker wir diese Praxis leben und je öfter wir unserer Spiritualität ganz exklusiv unsere Zeit und unser Denken widmen, desto beständiger kann sie sich entwickeln. Ein Urlaub, der Meditation und dem Gebet gewidmet ist zum Beispiel, bringt enormen Mehrwert mit sich. Der Austausch mit Gleichgesinnten ist dabei noch die himmlische Zugabe. Schritt 4. Gemeinsam Gutes tun. Das spirituelle Wachstum ist nichts, das nur dem reinen Selbstzweck dient. Sobald wir uns auch in den Dienst anderer stellen und uns für die gute Sache engagieren, öffnen wir erst die Tür für unser höheres Selbst. Eine Partnerschaft, die gemeinsam zumindest gelegentlich im Dienst eines Ehrenamtes oder sozialen Engagements steht, wird davon immer profitieren. Wer die göttliche Liebe sucht in seinem Leben, muss damit beginnen, die Menschen zu lieben, auch wenn es manchmal schwerfällt. Es gibt einige überlieferte Schriften, die sich dem Thema Nächstenliebe widmen, nicht nur die Bibel. Alle religiösen Strömungen sind sich einig darüber, dass die Gesellschaft für jedes einzelne ihrer Mitglieder verantwortlich ist, aber auch, dass jedes einzelne Mitglied seinen Beitrag leisten muss. Gut geschrieben wird uns diese Hilfsbereitschaft im Himmel oder in Form von Karma, je nachdem, welcher Vorstellung man persönlich mehr abgewinnen kann. Liebe ist die Antwort. Diesen berühmten Satz von John Lennon verdanken wir vermutlich seinem lebenslänglichen Bestreben nach spirituellem Wachstum. Gerade Menschen, die Kreativität leben, profitieren von dieser Sinnsuche Hand in Hand mit ihrem Lebensmenschen ganz wesentlich. Beziehungen sind immer Arbeit und bedeuten häufig, dass man viel Zeit mit der Suche nach einem Kompromiss zubringt. Wir möchten nicht geändert werden, sollten dies daher auch unseren Partnern nicht zumuten. Die Gemeinsamkeiten sind es, die uns letztendlich weiterbringen. In spiritueller Hinsicht bedeutet gemeinsames Wachstum sicher ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Auch hier entwickeln wir Menschen uns unterschiedlich schnell und nicht immer in exakt dieselbe Richtung. Eine Zutat aber darf bei all diesen Ambitionen niemals fehlen. Die Liebe, oder wie der Liedermacher Peter Horten es auszudrücken pflegte, und wenn alles so gebaut ist, wie es dir im Traum gefiel, brauchst du nichts mehr außer Liebe, denn dann bist du am Ziel. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald.